So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Part Dragon Age. Berichte liegen vor. Wir haben schon alles festlich gemacht. So eine Siegesfeier später. Aber die müssen noch ein bisschen warten. Wir müssen erstmal das Land befreien. Von Corypheus. Jetzt haben wir nämlich eine Chance gegen die Rüstung von deinen General. Generalhauptmann, keine Ahnung. So, da liegen die Berichte vor. Hier haben wir einen Bericht. Schon eine ganze Weile her, dass ich das mal gezockt habe. So, wir können uns ja noch darum kümmern. Das geht. Was haben wir hier? Natoria-Aktivität im Westen unterbinden. Im Westen. Welche Stufe ist denn das? Macht Kosten 20. Ja, toll. Liana-Spione haben Befehle hochrangiger Kommandanten der Venatori in die Hände bekommen. Zahlreiche Magier reisen nach Westen, um etwas von großem Wert für unsere Sache auszugraben. Die Inquisition muss zuerst finden, wonach der Feind sucht. Die Region ist weitläufig, aber Liana wird ihr Netzwerk bemühen, um Corypheus Handlanger aufzuspüren. Komm, wir gucken mal. Neues Gebiet. Die Venatori lagern in einem Gebiet, das als fauchende Ödnis bekannt ist. Sie schinden ihre Sklaven zu Tode und lassen sie alte Gebäude im Sand ausgraben. Die Inquisition sollte rasch einschreiten, denn sonst schlage ich den Venatori selbst den Schädel ein. Und ihr braucht eine neue Späherin. Späherin Harding. Ab. Da gehen wir hin. Harding müssen wir unterstützen. Und ab. Koloss. Wir hätten einen Rambock aufhalten können, aber den Koloss. Den Koloss. Achso. Konntet ihr das Gebiet kartografieren? Ich habe getan, was ich konnte, Euer Gnaden. Hier gibt es nichts außer viel Platz. Wenn es hier nichts von Wert gibt, kann Corypheus diese Ruinen von mir aus haben. Corypheus würde seine Schergen nicht ohne Grund hierher schicken. Ich habe etwas gefunden. Alte Zwergenruinen an der Oberfläche. Das ist eigentlich unmöglich, aber seht selbst. Die roten Templer graben sie aus unter den wachsamen Augen der Venatori. Was auch immer sie wollen, wir müssen es vor ihnen finden. Ich habe nordwestlich von hier rote Templer gesehen. Vielleicht sollten wir mit ihnen anfangen. Ich fand bei einem von ihnen diese Karte. Vielleicht geht aus ihr hervor, wohin sie wollen. Viel Glück. Skizze des Grabs bei den vier Säulen. Okay. Durchsuche das Venatori-Lager. Das schalten wir natürlich ein. Das Grab von Ferrell. Aha. Okay. Okay. Erstmal so, Charakterbogen. Du hast keinen. Du hast einen Punkt. Du bist da fertig. Ich glaube, der Templer. Genau. Willenskraft. Schadensresistenz. Geil.
So, du hast ja hier. Sehr schön. Da muss ich hier hin. So, welche Richtung? Es Was gibt haben wir? neue Berichte. Ne, dann lass mal hören. Setzt mich ins Bild. Das könnte uns helfen. Okay. Prachtbilder, Wildlieder. Da in die Richtung. Ja, dann komm. Dann geht's auf in das Lager. Pavanatori schlachten. Das ist doch immer schön. Ey, weg, weg, weg. Schöne Figur da oben. Muss ich schon mal sagen. Ah, hier ist sowas wie ein Weg. Aber das Schädel ist jetzt da. Was ist los? Unmöglich. Geht hier in Kampfstellung, das Vieh. Ah, okay. Ich wusste nicht, dass der Arsch der Welt so groß ist. Sind das Lichter am Horizont? Das könnten Lagerfeuer sein. Sehen wir uns das mal an. So, gucken wir mal weiter. Naja, hier ist so viel. Nee, das sind keine Lichter, das ist kein Lagerfeuer, das ist bloß ein Riss. Cassandra. Kann man hier hoch? Naja, bringt mir aber nicht viel. Au! Was? Aha. Wir nähern uns dem Lager. Okay. So oder ins wahnsinnig davon. Jetzt lasst mich in Ruhe. Viehzeug. So, mal gucken. Da ist ein Riss. Ach komm, den. Ah! Oh, Kindergarten. So. Oh, zwei davon. Du Penner! Was war's mit dir? Mit dir auch? Jetzt bist du noch dran, du Hippie. Der Schild hilft denn nicht. Hä? Wo willst du hin? Lass dahin zielen. Und zu.
Das ist eine fallen lassen. So, wo ist das verdammte Lager? Und die verkohlen hier, ja? Na, geht mal weg da. Aber doch ein schickes Lager. Nein, den da hinten. Jetzt können wir den da bearbeiten. So. Wir wollen doch noch mehr, oder? Ach nee. Nein. Ja. Das sind. Lichter. Der Inschrift kann man lesen. Denn aus Stolz entstanden diese Hallen eines Vaters Taten zu ehren und seinen Verlust zu betrauern. So. Die muss man in richtiger Reihenfolge anzünden. Dies ist die Geschichte von Ferre, Paragon und der Paragons Vater zweier Söhne. Vater zweier Söhne. Um im Verlust erbaute man diese Hallen einen trauerten Bruder zu ehren. Bruder. Halt. Bruder. Hingegen ihr Vaters Wunsch wegen dumm dreister Worte und ebenso dummen Stolzes in den Kampf zogen. Hier haben wir noch irgendwas, oder? So, dann fangen wir mal an. Ich merke hier. Geht doch mal weg! Mann! Ob das der richtige ist? Keine Ahnung. Nein, ist nicht der richtige. Wozu, die sind nicht so ganz so stark hier. Oh, geh weg. Mein Gott, Mann. Denn das hier, Mann. Das war nicht die richtige Lösung. Nicht? Nimm die scheiß Fackel hier. Okay. Klopf hier drüben. Geht's jetzt weiter? Ja. Was haben wir hier? Entweder hier? Nein, dann drüben. Okay, die zwei Fackeln sind jetzt weg. Wo ist die Fackel? Da. So, ich glaube, das war hier, ne? Hier fängt. Ne, nochmal.
Hier fing es an, oder? Ja. Yep. Dann war es hier drüben. Dann war ich ja daneben gleich. Also müsste hier jetzt sein. Und jetzt hier. Und zack. Eine Grabkammer, denke ich. Wo? Da. Jo, Grabkammer, genau. Oh, haben wir schon mal das Teil gefunden, was die gesucht haben. Oh, zerrissenes Blatt Papier, Schlüsselbruchstück. Teil eines großen Schlüssels. Okay. Karte des Grabs von Fern. Okay. So, dann nehmen wir das noch mit. So, und die können jetzt hier noch weiter untersuchen, weil ich hier oben noch ein Lager aufstellen kann. Das machen wir zuerst hier. So. Ja, Sehenswürdigkeit würde ich nicht gerade nennen. So, jetzt rasten wir mal mit der Fackel in der Hand. Gehen wir schlafen. Alles klar. Was haben wir hier noch schönes? Was ist denn das hier? Ah, da ist noch was. Okay. Okay. So. Suche das Sanatorielager in der Nähe der Schlucht. Wie weit ist denn das Objekt? Das ist einer. Oh, das ist ja fast in der Nähe. Was anderes da oben. Nehmen wir erstmal das, wo ich jetzt lang hinlaufe. Sehr schön. Kann man noch vorher ein Lager ausschlagen und dann kann man das untersuchen. Da ist es ja schon wieder ein. Packen brauchen wir jetzt nicht. Oh, da ist schon wieder ein Riss in der Nähe. Oh, Moment, Moment, Moment. Erstmal in den Feuer rein. Jetzt kommt der andere dran. Der ist erschüttert, ist der gegen alles immun hier. Das ist erstmal die erste Runde, ja, also kommt noch einer. Und da sind mehr jetzt. Oh, fuck. Wir müssen gleich hier die Hippies ausschalten hier. Ist das da? Hey, 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 hey. Schocker, Heini. Machen wir mal kurz. So, so. Was haben wir dich, du Hippie? Es tut mir leid, Sarah. Was ist? Ich stamme aus einer Adelsfamilie, wurde seit meinem 6. Lebensjahr zur Sucherin ausgebildet und habe mit der Göttlichen verkehrt. Ich habe nie darüber nachgedacht, wie ich für gewöhnliche Leute aussehen muss. Vermutlich wirke ich tatsächlich furchteinflößend. Ach, was?
Ihr seid schon in Ordnung. Nur spart euch diesen gewöhnliche Leute-Scheiß. Sonst könnte man noch meinen, ihr wärt ein Arschloch. Okay. Das war jetzt interessant. Wieso fängt Cassandra jetzt davon an? Willst du mal drauf haben? Gewöhnliche Leute, Scheiße. Ah. Kommen wir denn etwa darüber? Ja, da kommen wir rüber. Zwerge. Können wir die nicht irgendwo her? Alles hier mit Mittelerde verwurzelt oder was hier? Ist ja schlimm, ey. Huch! Was haben die denn schon hier? So. Wo ist wo können wir unser Lager ausschlagen? Na komm. Komm, roter Templer. Huch! Wer schläft, stirbt. Bist du doch. Müsst ihr da eigentlich langsam müssen. So. Da liegt eine Leiche rum. Ist aber nicht von uns. In der Inquisition nicht. Das ist noch eine andere Leiche. Wo ist unser Lager? Da. Jetzt gehen wir mal außen rum. Das Lager möchte ich gerne noch vorher ausschlagen. Echt so weit hinten? Nee. Geht doch mal weg. Doch da drüben. Mist, kommen wir da irgendwie rüber? Na, ja, kann man nur von vom Lager aus hin. Dann machen wir das Lager noch, bevor die Zeit rum ist. Was stehen die schon alle hier rum? Ist hier keiner? Na, ah, es kommen sie bestimmt gleich. Reicht doch. Minotauri. Alter. Dorian, halt dich bitte. Okay. Ja.
Fragezeichen. Da ist noch was. Mein Gott, lass mich doch mal durch. Okay. Hier ist kein Abgang nach unten. Okay. Dann geht's jetzt zum Lager, zu unserem Lager, dann können wir uns auffrischen. Das ist ja hier irgendwo. Dann ist dieser Part auch schon vorbei. Immer. Ja, schlimm mit dir. Da ist das Lager. So. In dieser Wüste denn überall? Das nennt ihr Verstecken? Das ist Inquisitor. Sind ihr Verstecken, dass ich nicht lache? Wir haben, du hast nichts Neues, weiß ich. So. Wir hätten hier ein Lager. Wir könnten noch hier so lang gehen. Mal gucken, ob wir rüberkommen. Wisst ihr? So, das soll es aber gewesen sein. Der ist ein bisschen kürzer heute, weil ich noch streamen will. Das soll es für diesen Part gewesen sein. Wir sehen uns im nächsten Part. Haut rein! Und tschüss!